So, also in diesem Video möchte ich gerne einmal zeigen, wie Sie mehr Kunden gewinnen. Weil das Problem ist, die meisten Dienstleister, die wissen zwar, wie sie Offline-Kunden gewinnen, aber die haben keine Ahnung, wie sie online, also übers Internet, Kunden gewinnen. Da gibt es ganz viele tolle Ideen, die man da machen kann. Meine Idee, finde ich einfach im authentischen sind Videos, weil das ist quasi wie schon so ein direkten Filter. Ich weiß genau, passt das mit der Sympathie? Möchte ich mit demjenigen zusammenarbeiten, ja oder nein? Und deswegen, ich nutze mit meinen Kunden auch zusammen Videos und dadurch haben wir richtig super Ergebnisse. Das heißt, die kriegen ganz viele Kundenanfragen, die kriegen aber auch ihre Recruiting-Anfragen, also Mitarbeiteranfragen. Und wenn man das einmal implementiert hat, dann hat man noch ein bisschen Werbebudget in die Hand genommen, ist noch ein bisschen in die Sichtbarkeit gekommen und das funktioniert einfach viel, viel besser. Ich hatte letztes Mal ein Gespräch mit Meta, also Facebook, Instagram, die das Ganze leiten, aus Hamburg und die liebe Anna, die hat mir gesagt, dass Videos immer noch am besten performen. Deswegen, wenn Sie ein Foto hochstellen auf Facebook, werden Sie auch gebeten, ja, komm, lass uns doch daraus ein Video machen, weil Facebook weiß, das funktioniert einfach viel, viel besser als irgendein Bild oder als irgendein Ton oder sonst irgendwas, weil es emotionaler einfach viel, viel besser wirkt als zum Beispiel einfach nur ein Foto so. Also Fotos sind auch gut, aber das bewegte Bild bzw. das Video funktioniert einfach 23.000 Mal besser. Deswegen möchte ich Ihnen mal kurz zeigen anhand der Präsentation, wie wir das geschafft haben und wie wir damit auch Kunden gewinnen. Explizit mit der S6 Video Marketing Methode, wie das Ganze funktioniert und wie das Ganze auch für Sie funktionieren kann, möchte ich Ihnen jetzt einmal kurz sagen dazu. Also wie Sie Thema ist, wie Sie mehr Kunden gewinnen. Das große Problem der Kundengewinnung ist ja, dass der Kunde am Anfang gar nicht weiß, was Sie überhaupt machen und was Sie überhaupt anbieten und ob Sie das überhaupt einhalten können. Gerade im Online-Marketing sind schon viele auf die Nase gefallen. Da gibt es halt viele, die erzählen einem einfach das Blaue vom Himmel. Und wenn man sich dann dort gemeldet hat und wenn man sich dort mit auseinandergesetzt hat und hat eventuell auch sogar den Vertrag abgeschlossen, dann fallen halt viele auf die Nase. Und deswegen gibt es auch viele Beschwerden und wurde vom Gesetzgeber auch einiges getan, dass man da ein paar Regeln einhalten muss. Finde ich eigentlich ganz gut. Aber um so wirklich zu überzeugen, muss man verschiedene Kontaktpunkte haben. Und da gibt es halt nicht nur Fotos oder irgendwelche Beiträge von irgendwelchen KI-generierten Bildern, sondern das sollte auch das authentische Unternehmen sich präsentieren. Also wenn Sie als Dienstleister Ihre Dienstleistung verkaufen wollen und das zum besseren Preis, dann sollten Sie auf jeden Fall Videos einsetzen. Mit den Videos können Sie auf jeden Fall mehr Kunden erreichen, weil Sie können zum Beispiel, wenn Sie einmal ein Video haben, ein vernünftiges Video haben, dann können Sie auch sagen, okay, teile das mit anderen und dann wird das auch gerne geteilt, wenn die relevanten Inhalte für die Zielgruppe auch da sind und Sie auch wirklich Mehrwert bieten für Ihre Zielgruppe. Dann erreichen Sie damit auf jeden Fall mehr Kunden, als wenn Sie einfach ein Foto teilen oder irgendwelche Texte teilen. Sie kriegen natürlich dann auch mehr so diese Wunschkunden. Sie filtern quasi schon mit ihrem Äußeren, mit ihren Worten, mit ihrem Erscheinungsbild schon alle Kunden raus, die gar nicht zu ihnen passen. Und die Wunschkunden, die sie dann haben wollen, die ziehen sie aber andersrum dann wieder mit diesem Video an. Also wenn sie selber vor die Kamera gehen und sich selber präsentieren, was sie machen, wer sie sind und was sie anbieten, haben sie da schon mal mit viele abgeholt und kriegen halt einfach mehr Anfragen von den richtigen Leuten. Mehr Umsatz, mehr Gewinn ist logisch. Also wenn sie mehr Umsatz machen, dann haben sie auch hintenrum mehr übrig. Ja, mein Ziel ist es natürlich dann inhabergeführten Unternehmen dabei zu helfen, effizientes Videomarketing überhaupt einzusetzen, das zu nutzen, damit sie halt mehr bessere Kundenanfragen und auch mehr hochwertig qualifiziertes Fachpersonal über das Internet gewinnen. Also wenn Sie Videos auf der Webseite haben, in den Social Media Kanälen, können Sie das halt überall einsetzen und kriegen damit auch bessere Anfragen, bessere Kunden und bessere Mitarbeiter. Das ist das Ziel. Der Unterschied, was ich mache zu anderen, ist einfach, andere Werbeagenturen, die machen einfach so, wie soll ich das sagen, so gekaufte Bilder und so gekaufte Kampagnen. Und das ist meistens auch überhaupt nicht relevant für die Zielgruppe. Das, was ich mache, sind wirklich relevante Marketing-Videos, die wir einsetzen, weil es halt ihre Zielgruppe abholt. Wir erstellen dazu Webseiten und das, was ich dazu auch noch mache, ich optimiere das Ganze auch. Also viele machen das so, meiner Kollegen, die geben ihnen dann einmal den Film oder das Video und sagen, bitte lieber Kunde, werd damit glücklich. Und dann wundern sich viele, warum das gar nicht funktioniert, weil die gar nicht wissen, wie sie das vernünftig einsetzen sollen. Und deswegen begleite ich meine Kunden auch immer in der Regel mindestens für 6 Monate, damit das Ganze auch wirklich funktioniert. Videomarketing. Also Videomarketing ist eigentlich so die Königsdisziplin im Online-Marketing. Sie kennen so Blogartikel schreiben, Sie kennen Facebook-Artikel schreiben, Beiträge posten und sowas alles. Das ist auch Online-Marketing. Aber ein Video, so wie ich jetzt mich selber vor die Kamera setzen und selber erklären und machen und tun, was ich denn so mache,
bringt nochmal einen ganz anderen Mehrwert und ganz anderen Impact. Also bei Ihnen wird ja wahrscheinlich so, ah, okay, ist der sympathisch, denke ich mal, sonst würden Sie das Video auch nicht weiterschauen. Und da könnte ich mir eventuell vorstellen, auch mit dem zusammenzuarbeiten. Das sind alles so Gedankengänge, die im Hintergrund ablaufen. Und das funktioniert halt am besten mit Videomarketing. Dazu habe ich die S6 Video Marketing Methode entwickelt. Also das ist wirklich, wo Schritt für Schritt man dran geht, dass das auch mit dem Video Marketing auch wirklich funktioniert. Man kann auch hingehen, das Handy rausholen, sich selber dabei filmen und tolle Geschichten erzählen. Das funktioniert auch, wenn man weiß, wie das Ganze funktioniert. Aber ich möchte das Ganze ein bisschen professioneller angehen. Deswegen erkläre ich Ihnen jetzt einmal kurz, wie wir da an die ganze Sache dran gehen. Also S6 steht für 6 Schritte. Der erste Schritt ist halt die Analyse. Also da gehen wir wirklich ganz tief rein und gucken genau, was ist die gewinnbringende Zielgruppe für Ihr Unternehmen. In der Regel haben Sie als Dienstleister verschiedene Kunden. Es gibt ein paar Kunden, wo Sie sagen, also wenn der nicht nochmal anruft oder von solchen brauche ich gar keine mehr haben, da habe ich nur Rennerei mit, da habe ich nur Ärger mit, die wollen wir gar nicht haben. Und wenn Sie überlegen und in sich gehen und sagen, okay, ich hatte da mal einen Kunden, da hat alles funktioniert, der Kunde war glücklich, der hat nicht rumgemäkelt, das war einfach wunderbar mit dem zu arbeiten und Sie haben vielleicht schon so einen Kunden gewonnen und haben auch Folgeaufträge mit dem generiert und genau diese Leute wollen wir ansprechen. Der Unterschied ist aber zu den Leuten, die alle rummeckern, die sagen Ihnen nicht immer ganz genau, warum, wieso, weshalb und sie wollen ja mehr wissen, wie tickt derjenige, dass ich von solchen Leuten auch mehr ansprechen kann. Da geht es genau in Zielgruppenanalyse, also wen will ich genau haben, welche Botschaft muss ich dem senden und welche Story muss ich überhaupt erstellen. Also die wird dann ganz klar definiert in der Analysephase. Wo wollen wir überhaupt hin? Also was ist das Ziel und welchen Kunden wollen wir haben? Und dann gehen wir, da wird ein richtiges Kundenprofil erstellt, auch professionell, damit wir genau wissen, okay, da wollen wir hin. Ohne Analyse, also ich kenne zum Beispiel auch Kollegen von mir, die erstellen einen Imagefilm, für 50.000 Euro und der Kunde wundert sich, warum er keine Anfragen hat, weil er hat jetzt 50.000 Euro in die Hand genommen, was ja viel Geld ist, hat sich damit erhofft, damit Kunden kommen. Wenn man aber nicht weiß, wie man dieses Imagefilm oder wie man das Video vernünftig einsetzt, dann passiert da gar nichts. Es bringt nichts, wenn Sie so einen tollen Film auf Ihrer Webseite haben. Ich habe schon wirklich Filme gesehen, wo ich mir denke, also so viel Selbstbeweihräucherung, das glaube ich nicht. Und wenn der Chef sich dann da vorne hinstellt und wir sind die Tollsten, die Größten, die Besten, das glaubt Ihnen kein Mensch. Wenn Sie aber das vernünftig mit Videomarketing aufarbeiten und vernünftig die Probleme evaluieren und genau wissen, wie tickt derjenige, den ich haben will, dann funktioniert das Ganze auch. Dann erstellen wir natürlich das Konzept. Also da geht es dann wirklich darum, wir machen das immer so, wir nehmen 3 Testimonials, also wenn Sie jetzt Bestandskunden haben, wo Sie sagen, ah, die sind super und die würden sich auch trauen, vor die Kamera zu gehen. Viele glauben am Anfang immer, ja, nee, meine Kunden machen das nicht oder ich muss den Geld bezahlen. Nein, wenn Sie glückliche Kunden haben, dann machen die das sehr, sehr gerne für Sie. Und glauben Sie mir, die müssen auch nichts für bezahlen. Die rechtlichen Zwecke, die rechtlichen Schritte, dass man das auch verwenden darf, dafür haben Sie mich, das ist alles vom Rechtsanwalt geprüft. Und von daher kommen Sie da auf mich zu und dann mache ich das mit Ihnen. Also Testimonials kann man nicht einfach so machen, man will das Ganze ja auch verwenden. Was ich mit meinen Testimonial-Kunden immer mache, was mir sehr wichtig ist, ich bin nicht RTL, ich bin nicht das öffentliche Fernsehen, ich will niemanden durch den Kakao ziehen, sondern ich will die ja auch ins positive Licht drücken. Das heißt, ich fahre zu den Kunden hin, mache die Testimonial-Aufnahmen, also ich stelle den Interviewfragen, wie war der Dienstleister, wie gut haben sie mit dem zusammengearbeitet, wie sind sie auf den aufmerksam geworden, ganz normale Fragen, wo der Kunde dann auch selber erzählt, wie hat er das erlebt, was war so besonders und was hat dann ihm gefallen. Und das bringt einfach viel mehr Vertrauen und viel mehr Sicherheit für andere Kunden, die dann sehen, oh, das hat echt super geklappt und da setze ich mich gerne mal mit denen auseinander. Und das Phänomen, was wir dann dabei haben, wir wissen dann auch schon genau, wie derjenige spricht, wie derjenige sich verhält und der Gegenüber, der das sieht, der fühlt sich da auch drüber angesprochen. Deswegen funktioniert das Ganze auch so gut. Dann Meinungsumfragen von Bestandskunden, also dann haben wir dann 3 Testimonials, aber wir haben auch zusätzlich noch, was ist wirklich wichtig, was ist dem Kunden wirklich wichtig. Da gehen wir zum Beispiel, was am besten funktioniert, ist im 1:1 Gespräch, also wenn ich die Kunden dann anrufe und dann eine Umfrage mache, was hat ihnen gefallen, was hat ihnen besonders gut gefallen, kriege ich in der Regel mehr Informationen raus, als wenn ich eine digitale Umfrage mache und schicke dann einfach so einen Online-Fragebogen, kriege ich auch Informationen raus, das funktioniert auch super, aber die richtigen, knackigen Inhalte kriegt man, wenn man nochmal am Telefon oder am besten sogar 1:1 mit dem Kunden nochmal spricht. Nach dem Konzept kommt die Strategie.
In der Strategie wird halt genau rausgezogen, innerhalb von dem Video, was benutzt, oder von der Umfrage, was benutzt derjenige für Wörter? Welche Sätze bildet er? Was ist dem wirklich wichtig? Was ist so No-Go? Was sind so seine Werte, seine Ziele von dem Kunden? Daraufhin wird dann ein Videoskript erstellt, ein Drehbuch erstellt, ein Storyboard, also dass quasi der Kunde von mir auch genau weiß, okay, wir machen jetzt das und das und das. In der Regel ist das so, dass die Kunden sagen, Sven, mach einfach, du machst das schon. Da wird die Platzierung geplant. Also dann geht es auch darum, in der Zielgruppenanalyse, wo hält derjenige sich überhaupt auf im Social-Media-Bereich? Also was macht er in seiner Freizeit? Ist der aktuell auf TikTok? Ist der auf Facebook? Ist der auf Instagram? Ist der auf YouTube? Was benutzt der? Und dann wird das Ganze fokussiert und dann wird das Ganze auch bespielt mit Videos. Also es ist nicht nur ein Kanal, dass ich nicht nur sage, ja, ich mache nur YouTube. Nein, das Video kann ich ja überall recyceln. Ich kann es überall woanders einsetzen. Und das ist halt der Vorteil. Ich kann aus einem ganz normalen Querformat-Video ein Hochkantformat-Video machen, quadratisch, je nachdem, wie die Plattform das braucht. Plus, dass es dann auch so zusammengeschnitten wird, dass es für die jeweilige Plattform dann auch passt. Weil ich muss das Video so bearbeiten, dass es für die Plattform passt, damit es auch besser und an mehr Leuten ausgespielt wird. Cooles Beispiel, ohne Strategie. Ich kannte ein Unternehmen oder hat berichtet, die haben 220.000 Euro für einen Werbespot ausgegeben, haben diesen Werbespot genommen, den wir im Fernsehen verwendet haben, haben den 1:1 auf YouTube gesetzt und die Analyse kam mit heraus, die haben einen Klick damit generiert, weil sie alles, was der Algorithmus abverlangt hat, falsch gemacht hat. Und ja, das kann auch noch nach hinten losgehen. Deswegen, Werbespot im Fernsehen oder ein Film ist was ganz anderes als Videomarketing. Strategie haben wir jetzt besprochen. Als nächstes das Marketing. Jetzt kommt das eigentliche Thema. Im Marketing geht es darum, welches Datum definieren wir denn für die Veröffentlichung? Also der Kunde, wenn ich den jetzt zum Beispiel filme, will der auch wissen, ja, wann kommt denn das raus? In der Regel ist das so, dass ich dem Kunden sage, es wird nichts veröffentlicht, bevor sie uns nicht das Go gegeben haben. Das heißt, ich werde das Video fertigstellen und der Kunde und mein Kunde kriegen das Video als erstes. Können sich das anschauen und wenn sie dann sagen, okay, wir sind damit einverstanden, erst dann wird das Video verwendet, vorher nicht. Und es wird dann auch so verwendet, dass der Kunde sagt, ja, okay, können Sie nehmen, das sieht gut aus. Und weil viele ja gar nicht wissen, wie sehe ich eigentlich aus vor der Kamera und wie komme ich eigentlich rüber. Und da nehme ich dir natürlich auch die Angst, dass nichts verwendet wird, ohne dass die gesagt haben, ist in Ordnung, können Sie nehmen. Das heißt, die Kunden werden informiert, Protagonisten, wenn irgendwelche Protagonisten sind, die halt einfach im Hintergrund gespielt haben, jeder, der auf dem Video zu sehen ist, muss das sehen, was wir da aufgenommen haben. Und dann werden daraus Social Media Beiträge erstellt, wie gesagt, in Hochkant, Querformat, 1:1, quadratisch, alles Formate, die man dann so braucht, die werden dann vorbereitet. Plus, dass dann auch dieser, das gibt verschiedene Maßnahmen, damit es auch dann von dem Algorithmus auch erkannt wird, um was geht es denn da eigentlich. Die werden dann auch schon angefertigt, dass das Ganze funktioniert. Erst bei Schritt 5, jetzt geht es zur Videoproduktion. Also jetzt wird erst das Video wirklich produziert. Wie gesagt, dann die drei Testkunden, Testimonials innerhalb von Deutschland werde ich dann filmen. In Ausnahmefällen fahre ich auch in die Schweiz, da habe ich auch schon gefilmt, oder nach Österreich, ist aber ein bisschen schwieriger. Und dann werde ich halt ihr Unternehmen filmen, das, was sie so machen, ihre Mitarbeiter begleiten, was die so machen, wenn sie jetzt zum Beispiel Mitarbeiter suchen. Und einfach mal, damit der Kunde auch weiß, okay, was machen die eigentlich und sind die sympathisch und wie wirkt das Ganze. Dann wird natürlich in der Postproduktion, so heißt das Ganze auf Schau, das Video geschnitten, zusammen verarbeitet, der Ton wird nochmal optimiert, das mit Soundmastering, die Farben werden nochmal angepasst und das wird alles dann nochmal eine Vorschau erstellt. Das ist das, was im Hintergrund nach dieser Videoproduktion dann läuft. Ganz am Schluss kommt der sogenannte Videoboost. In dem Videoboost geht es darum, dass die Kooperationspartner aktiviert werden. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Kunden habe, wissen die ja schon im Marketing, okay, dann und dann kommt ein Video raus. Das müssen sie sich vorstellen wie bei so einem Kinotrailer. Ich weiß ja in der Regel auch schon ein halbes Jahr vorher, dann kommt der Film raus. Das heißt, ich baue schon mal so eine gewisse Vorfreude auf zu diesem ganzen Video, was dann wirklich kommt. Das heißt, der Kunde ist informiert, andere Kunden sind informiert, die Mitarbeiter sind informiert und die werden alle schon dorthin gepusht, bevor es überhaupt losgeht, bevor das Video veröffentlicht wird, dass das Video kommt. Und dieses Video-Boost, das ist nämlich diese spezielle Video-Marketing-Methode, die sonst eigentlich niemand macht. In der Regel ist das so, das Video wird produziert und dann wird das Video veröffentlicht und dann wird mal geguckt, was dann passiert. Dann werden die Ergebnisse gemessen, dann werden die Beiträge optimiert. Ich kann genau sehen, wann wurde was, wie lange geguckt, wann ist derjenige abgesprungen, dann wird das Video nochmal optimiert, damit das Video so lange wie möglich angeschaut wird.
Und dann können wir so auch noch sagen, okay, jetzt wollen wir das Ganze, dass mehr Leute das Video sehen. Und jetzt habe ich aber schon eine Messung im Hintergrund. Das heißt, wenn ich das Ganze jetzt bei Facebook veröffentlicht habe, bei das Video oder bei YouTube, kann ich ja auch sagen, gib mir doch mehr von den Leuten, die sich das Video angeguckt haben, weil es sind ja schon Kunden. Das heißt, die haben schon Eckdaten, Messdaten. Wie soll dieser potenzielle Kunde aussehen, der das Video auch noch sehen soll? Das heißt, das Werbebudget, was ich dann einsetzen kann, ist deutlich günstiger, weil ich ja dem Kanal oder dem Algorithmus schon gesagt habe, ich hätte gerne von diesen Personen mehr. Der Algorithmus freut sich, das heißt, der muss nicht groß messen, wen will ich jetzt ansprechen, wen interessiert das Video überhaupt, sondern ich sage ihm schon, diese Zielgruppe, wenn du denen das zeigst, die interessiert das und die wollen das auch sehen, dann ist das auch für alle Beteiligten, für den Algorithmus, für die Plattform, für den Kunden, für den eventuellen Testimonial, die finden das alle super toll, weil ich das genau das sehe, was mich auch wirklich interessiert. Das spart natürlich extrem Werbebudget und ja, das ist der sogenannte Videoboost. Jetzt ist für mich die Frage, wie klingt das für Sie? Also macht das für Sie Sinn, das ganze Konzept, die S6-Video-Marketing-Methode? Schreiben Sie gerne mal unten einen Kommentar oder haben Sie da noch Fragen? Schreiben Sie es unten rein und ich werde Ihnen antworten. Wie gesagt, 6 Monate begleite ich Sie mindestens, so lange dauert das Ganze. Sie haben dann ein Image-Video. Sie haben dann 3 Testimonials auf Ihrer Webseite. Das Faszinierende ist, dass diese Testimonials diesen Verkauf, diesen Online-Verkauf extrem nach vorne pushen, weil, wie gesagt, wenn Sie als Geschäftsführer sich vorne hinstellen und sagen, wie toll Sie sind und was Sie alles so machen, was gut ist an diesen Testimonials auf der Webseite, Sie überzeugen dann schon durch Zeugen Ihre Zielgruppe. Das ist ja, wenn ich meine, Sie stellen sich hinten vorne als Chef und sagen, ah, wir sind super toll, wir machen tolle Ergebnisse und ja, das ist so, na okay, bin ich emotional so, Aber wenn ich dann 3 Zeugen in Folge, die das Gleiche sagen, die sagen, boah, das ist super gewesen und das macht richtig Spaß, mit denen zu arbeiten, dann und ich habe die und die Erfolge, dann glaube ich das auch eher und dann bin ich eher gewählt, mich dann dort auch zu melden. Plus, sie haben dann 10 Social-Media-Beiträge, die dann in Videos-Formaten dann auf ihren Social-Media-Kanälen, die wir vorher ausgewählt haben, dann auch platziert sind. Ja, die sie dann auch wieder einsetzen können für irgendwelche Kampagnen, wenn sie das wieder haben wollen. Und das Schöne ist, wenn sie dann einmal Social-Media-Beitrag irgendwo haben, der wird ja dann auch, der ist ja in Stein gemeißelt, der wird ja dann auch von den Plattformen immer wieder gefunden. Gerade auf YouTube ist es aktuell so der Fall. Es werden ja auch Videos angezeigt, die sind schon 4 Jahre oder 10 Jahre alt. Und die funktionieren immer noch, weil die Inhalte sind ja immer noch die gleichen. Sie erhalten zusätzlich dann eine Webseitenoptimierung und funktionierende Werbeanzeigen. Also in der Regel ist das so, die meisten Kunden möchten gerne, dass wir das dann halt pushen. Wenn sie unbekannt sind im Markt, macht natürlich Meta-Anzeigen, also Facebook und Instagram, am meisten Sinn. Das heißt, ich werde dann für sie das Tracking einsetzen und die Werbeanzeigen platzieren, ihnen das alles einrichten mit dem Werbeanzeigenmanager. Das heißt, dass nach diesen 6 Monaten, wenn sie dann sagen, ja, ich mache das lieber selber, dann steht alles schon. Ja, dann müssen sie nur noch, wenn sie sagen, okay, ich brauche jetzt wieder mehr Kunden, Werbeanzeige an. Okay, ich habe genug Kunden, Werbeanzeige aus. Und das können sie auch heutzutage alles vom Handy machen. Das zeige ich ihnen dann, wie das Ganze funktioniert. In der Regel ist das aber so, dass meine Kunden sagen, die sind so begeistert, dass das alles funktioniert, weil die meisten sagen, ja, ich glaube nicht am Anfang, dass das funktioniert und sind hinterher dann total begeistert, dass es funktioniert. Das sagen, nein Sven, ich möchte gerne mit dir weiterhin zusammenarbeiten, weil das so gut funktioniert und ja, das ist natürlich, würde ich mir natürlich sehr freuen, wenn sie auch sagen, ja, ich möchte weiterhin mit ihnen zusammenarbeiten. Jetzt ist für mich die Frage, wie interessant ist das denn für sie? Wenn sie sagen, okay, ich möchte jetzt mehr Kunden übers Internet gewinnen und auch Videos habe ich schon mal gehört, das macht Sinn. Ich habe noch niemanden gehabt, der mir das so vernünftig erklärt hat, wie das eigentlich mit den Videos funktioniert. Dann ja, würde ich mich freuen, wenn Sie sich bei mir melden. Den Link finden Sie unten in der Videobeschreibung und dann lassen Sie uns kurz miteinander sprechen. Ich zeige Ihnen, ich schaue mir Ihre Firma an. Wir finden heraus, ob das überhaupt für Sie Sinn macht, Videomarketing einzusetzen.